Hallihallo, der Beutel hier. Willkommen zurück zu Valheim, liebe Leute. Schön, dass ihr wieder reinschaltet. Das Stream wundert sich, was mit dem los. Ich mache nur die YouTube-Moderation. Wir gehen jetzt schlafen. Es gibt ein kleines Problem. Das ist leider nicht auf der Aufnahme gelandet, aber ich wollte einen Hasen jagen. Und der ist aber weggehoppelt und ich schlag gerade ins Leere, dachte ich. Und in dem Moment steht aber so ein... Na, wie heißen die? Diese Zwergis da. Und, was ist denn hier schon wieder los? Genau, es kann sein, dass wenn wir jetzt durchs Portal gehen, dass wir erstmal übelst aufs Maul bekommen. Wir müssen uns jetzt erstmal verteidigen. Nehme ich mal an. Oh ja, die schießen immer noch, die Arschgeigen. So, kurz Schild, wo ist er? Da. Wie gesagt, ich wollte wirklich nur auf einen Hasen gehen. Tut mir leid, dass wir jetzt ausgerechnet den getroffen haben. Naja, aber kriegen wir wenigstens ein paar Münzen und Weichgewebe. Ist da auch nicht schlecht. So, 14 Münzen verdient. Das Problem ist, dass da unten jetzt einige sauer sind auf uns. Genau. Wegen diesen Hasen dort. Wegen dem war es genau der. Passt mal auf, wir nehmen jetzt noch das zweite Gerät mit. Wir setzen dann gleich nochmal noch so ein zweites Teil. Wir haben ja hier noch so ein Ding. Was war's noch? Ich hab's schon wieder vergessen. Ach ja, dieses Drasilholz. Das habe ich jetzt natürlich... habe ich jetzt natürlich drüben gelassen. Ach, ist das doof. Wartet, wir gehen nochmal ganz kurz rüber. Kann ja wieder nur mir passieren, sowas. Wieso hab ich denn schon wieder so blöden Tanzappen in der Pfote? In der Tasche. Wer hat mir den von euch reingesteckt? Gebt's zu. Läuft die Aufnahme? In Ori ist was da ausgetickt. Ja, an sich ist Ori ja ein gutes Spiel, aber manchmal haben es die Entwickler ein bisschen zu gut gemeint mit Passagen, die einen wahnsinnig machen sollen. Wir müssen mal gucken, was ist denn das hier? Salat. Können wir noch Salat machen? Wahrscheinlich. Ich muss erstmal wieder gucken, wie es ging. Also, Salati, Salati Popati. Bläschen, Zwippel, Molde. Zwippel haben wir hier. Oh, Zwippel sieht schlecht aus, Leute. Ich glaube, Zwippel sieht schlecht aus. In der Tat. Scheiße. Das war Rübe. Rübensamen. Also, sag mal, habe ich noch irgendwo Zwippel? Ja. Sieht nicht schlecht aus. Alles gut, Leute. Viel kommt zwar nicht raus, aber... Muss ich dann offscreen mal wieder nachpflanzen. Ah, guck mal, hier haben wir auch noch. Alles gut. Das Zwiebelproblem ist gelöst. So. Und diese komischen Dinger da. Nehmen wir mal Fufi. Dann müssen wir auch mal wieder neue Pflanzen. Wir müssen so viele Dinge mal erledigen. Ist schon irre, ne? So, dann mach mal Salat. Was fehlt denn jetzt schon wieder? Hä? Ich hab doch gerade Jotunbläschen genommen. Ne, was habe ich denn jetzt hier genommen? Königliches Chili. Ja, ist ja fast das gleiche. Was war das hier? Weichgewebe. Das lassen wir auch hier. Okay. Dein Nervenkostüm macht sowas nicht mehr mit. Ah, Elora. Das ist gut, wenn man sich das selbst eingestehen kann. Ach so, der macht ja mal gleich Salat mal 3. Ja, das ist ja super. Dann wette ich mit euch, dass ich bestimmt noch irgendwo übelst viel Salat habe. Passt auf. Da ist doch bestimmt hier irgendwo ist doch noch ganz viel Salat. Ja, tatsächlich. Na, ganz viel nicht, aber 5. Okay, haben wir das erstmal wieder aufgerüstet. Nebelhase unbedingt brauchen wir. Gibt es nicht irgendwie gute Fallen, mit denen man den Nebelhase platt machen kann?
Wir nehmen mal wieder ganz kurz diese Bomben mit. Wenn wir dann ins Dungeon gehen. Obwohl, ne, Dungeon machen wir in der dritten Folge. Komm, wir machen jetzt erstmal das, was wir machen wollten. Was wollten wir denn überhaupt machen? Hab ich das Ding noch unten? Ne, das ist oben. Scheiße, eine Kiste wollte ich. Ich wollte eine Kiste bauen. Was brauchen wir zum Kiste bauen? Einfach nur eine ganz normale. Nur 10 Holz. Haben wir das hier zufällig? 50 Holz, ne? Das passt doch. Lassen wir das mal kurz hier. Nehmen das jetzt hier mit runter. Okay, Freunde. Einmal straight nach unten. Ich nehme schon mal das Schwert, falls wir hier Hasen sehen. Dass wir auch gleich drauf buchen können. Also, es ist halt nicht machbar. Die sind halt scheiße schnell. Ich will eine Hasenfalle. Am besten eine große, die gleich 5 Hasen mit einmal erschlägt. Ne, Holz habe ich mit. Achso, das Drasilholz. Ja, stimmt. Stimmt, Hero. Deswegen sind wir zurückgegangen. Das ist geil, oder? Ja, es ist nur mit Bekloppten zu tun. Nur Bekloppte. Und hier, da kommt nur Normales raus, oder was? Ja! Ich hab's mit der Axt. So. Stimmt, stimmt, stimmt. Oh. Ah doch, aus den Dünnen kommt auch was raus. Wieso ist meine Holzhackenfertigkeit auf 19 zurückgegangen? Was ist denn da los? So, 7. Normal kann jeder, genau. Ausdauer. Ganz kurz. So, ach, wir haben doch schon längst genug. Dann setzen wir den nächsten gleich daneben, aber wir müssen noch mal ganz kurz hüpfen. Auf den anderen Server. Wie komme ich denn... Hier, diese Sackgasse, die nervt voll. Kann man das eigentlich wegkloppen mit der Spitzhacke? Da hast du eigentlich auch das Schild in der Hand. Gibt ja so gar keinen Sinn. So, aber langsam kenne ich mich hier unten aus, auch ohne, dass es beleuchtet ist. Langsam wird's. Quatsch. Bin ich denn doof? So wollten wir es machen. So, dann einmal eine Truhe. Hier hin. Und dann haust du das hier rein. Und dann hüpfen wir mal schnell rüber. Ach so, das hätte ich auch drin lassen können. Ist ja egal beim Hüpfen. Hüpf, hüpf. Speichern. Hat gespeichert. Lockst aus. Lockst wieder ein. Normal kann jeder. Spiel starte. Und ab in Beutels Welt. Wer ist denn dieser Beutel? Wer ist nur dieser Beutel? Ich glaube, das ist ein cooler Dude. Der sucht gern Loot und ist zu allen gut, außer zu sich selber. Okay, das dauert hier noch. In der Zeit könnten wir ja mal noch eine Loks-Trophäe holen. Beziehungsweise könnten wir ja hier mal gucken. Vielleicht ist hier zufällig eine. Hier ist keine. Da ist keine. Warte mal, mach mal Auto aufheben aus. Dann kannst du nämlich auch dahin latschen. Ist nämlich eine Kiste. Persönliche Truhe leer. Achso, auf die hätte ich eh nicht zugreifen dürfen, weil die ja am Beutel gehört. Leer, leer, leer. Leere Truhen, was ist hier los? Hm, hier wurde aber ordentlich gespeist. Okay, die sind alle leer. Scheiße, wir können mal hochgucken. Ins Lager. Vielleicht ist da noch eine Loks-Trophäe.
Loks, Loks. So. Das ist ja ein Durcheinander hier. Wir haben das Geld fürs Ei. Das klauen wir dem Beutel. Der wird es nie erfahren. Ihr dürft es ihm auch nicht sagen. Okay, Leute. Okay, ne, hier war, glaube ich, nur Essen drin, ne? Ja. Ist übelst wie Metall. Alter, der hatte 600 Latten einsteckt. 681 Euro. Taler, Gold, ne? Ihr wisst schon. Ne, hier ist nirgendwo so eine Loks-Dings drin. War dein Internet weg? Wie geht denn sowas? Geil, wir haben den Beutel beklaut. Ah, hier sind noch 9 Stück drin. Wartet, wir hauen mal kurz Kohle rein. Das ist ja voll gemein. Einfach den Beutel beklauen. So, zack. Zack. Du drehst, wa? Wa, Atze? Genau, 5 Stück haben wir. Wir gehen wieder zurück. Ausloggen. Und vor allen Dingen, wir sind reich. Wir können uns jetzt das Ei holen. Endlich. Endlich kriegt das zweite Huhn jetzt endlich mal Dingsi. Wir haben ja im Real Life haben wir auch 2 Hühner. Gesellschaft. Das war das Wort, was mir fehlte. Nicht Dingsi, sondern Gesellschaft. Und unsere 2 Hühner legen jeden Tag ein Ei. Und das ist jetzt kommt nämlich der Clou. Wenn das jetzt nur ein Huhn wäre, würde das trotzdem jeden Tag ein Ei legen. Hier in Walheim geht das aber nicht. So, dann können wir jetzt das Ding bauen. Oder? Was fehlt uns wieder? Fehlt bestimmt was. Nee, ist alles da. Und sonntags auch mal 2. Na, wir hatten mal anfangs so eine Hühner, die waren krass. Die haben manchmal so Rieseneier gelegt. Fehlende Voraussetzung. Oh nee, da reicht die Werkbank nicht. Jetzt. Cool. Wie viel haben... Ey, wir haben ja schon... Oh, cool, das ist ja schon voll. Ja, geil. Da haben wir jetzt schon mal 10 Stück. Da können wir gleich mal nachgucken. Können wir hier irgendwas da lassen? Wolfspelz, ist alles egal. Gehen wir kurz rüber und checken das ab, was wir jetzt hier machen können. Da war auf alle Fälle eine Metmischung dabei. Wahrscheinlich für bessere Ausdauer, nehme ich mal an. Genau, und das waren so riesen Eier und da waren 2 Eigelb drin. Total abgefahren. So, da sind wir. Jetzt bin ich mal gespannt. Jetzt bin ich mal gespannt. Wartet, ich packe erstmal den Rest raus. Ah ne, wir holen erst das Ei, ne? Macht Sinn. Erstmal Hasi hier rein, das hier rein, das hier rein. Ne, wir müssen das Mähzeug erstmal verdingsen. Also, wo ist das neue Mähzeug? Gerstenweinmischung. Ne. Metmischung wenig Eitier. Muss fermentiert werden. Das brauchen wir jetzt nicht. Hier, Metmischung, längere Ausdauer. Das ist der, ne? Dafür brauchst du... Ah, wir haben keine Multis mehr. Scheiße. Okay, Freunde. Wir müssen erstmal Moltebären organisieren. Aber das ist ja kein Problem. Dann, lass das mal hier. Wir holen erstmal das Ei, dann holen wir Multis und dann machen wir den Met. Sehr gut. Das ist ein Plan. Was wollte ich noch? Das restliche Geld holen. Oh, der Beutel wird sich ärgern. Wenn der irgendwann nach Hause kommt und merkt, wieso trage ich denn jetzt so viel? Was habe ich denn hier so viel?
Ach hier, die 50 Schulz. Dass den irgendjemand 681 Goldtaler aus dem Kofferraum geklaut hat. Der wird's ärgern. Hohoho, und ab und ein Hui in den Händler. Guten Tag, ich bin hier, um Eier zu kaufen. Erstmal verkaufen. Da haben wir es. 1500. Geil. Den Donnerstein kaufen wir auch gleich. Haben wir, glaube ich, noch nicht. So, Vernichter. Dann können wir den auch mal noch bauen. Den bauen wir am besten direkt irgendwo neben unser Portal-Hub. Hast du noch irgendwas, was ich brauche? Nö. Ja, cool. Wir haben das zweite Ei. Und bye, bye, Duke. Okay. Was wollte ich jetzt? Achso, Corrigan oder Glocki oder Baldrun Bescheid sagen. Was wollte ich jetzt? Das Ei da reinschmeißen. Sollte ja jetzt nichts da sein, was dem Ei schädigt, oder? Danke, Corrigan. Wapp. Zu kalt, warte. Es täuscht. Ach so, muss ich die eigentlich noch füttern oder wie ist denn das? Nee, das war nur, wenn die... Ah, hier, Ei warm aufheben. Gut, dem Ei geht's gut. Jetzt müssen wir nur warten. Drei Tage, ne? Oder so waren's. Was war der nächste Schritt? Moldebeeren. Und die Münzen erstmal wieder. Tja, Grüße. Ach, Vernichter. Können wir gleich mal schauen? Was? Wie baut man den? Das hier ist der Vernichter. Brauchst du den Donnerstein, Kupfer und Eisen? Ja, cool. Geht zwar jetzt nur neben die Schmiede, aber da können wir, na was weiß ich, den könnte man ja vielleicht direkt hier. Wie weit reicht die Schmiede? Oder wir bauen noch so einen Schmiedetisch. Wartet mal, der Schmiedetisch braucht Holz, Kohle, Stein, Kupfer. Holz, Kohle, Stein, Kupfer. Ja, guck mal hier, das war Angler. Warst du das? Du hast es vorhin geschrieben, ne? Schriftgröße Size 30. Da stand mal 10. Jetzt ist es Schriftgröße 30. Ja, Kupfer haben wir. Jetzt trage ich wieder zu viel. Oder was war es noch? Kohle? Holz? Irgend sowas? Was war denn das hier? Was ist denn das? Eiterraffinerie, was ist denn das? Was kannten die? Ah, da brauchen wir den schwarzen Kern! Ey, guck mal, das ist neu! Eine Eiterraffinerie! Und das hier? Schwarzschmiedekühler. Ne, den haben wir schon, oder? Den hatten wir schon, oder? Ja. Vernichter. So, das war... Eisen brauchst du noch. Und die Schmiede. Und die Schmiede war... Steine. Eisen und Steine. Warte, Eisen... Haben wir hier überhaupt Eisen? Ey Leute, haben wir hier kein Eisen? Och hier. Jetzt wiegen wir eh zu viel. Da können wir auch jetzt durchziehen. Dann bauen wir das Ding direkt neben das Portal-Ding hier. Gut, wir können alles bauen. Ich hatte immer noch keine zwei Eier. Aber wie gesagt, in Real Life kannst du dir einmal ein weibliches Huhn holen und das legt ein Ei. Jeden Tag. Da kommt zwar kein zweites Huhn raus aus dem Ei. Weiß ja nicht, von dem es wurde ja nicht befruchtet. So, was brauchte man? Jetzt brauche ich wieder die Werkbank neben mir. Ich werde noch wahnsinnig. Wie viele Werkbänke braucht das Spiel eigentlich? Ich will die nicht da haben. Das muss schon ein bisschen schön aussehen. Oh, jetzt ist meine Ausdauer völlig weg. Okay, passt auf. Ah, er kann, wenn die Ausdauer weg ist, dann kann er nicht mehr bauen. kurzer Moment.
Ja, guck mal, ich baue die hier dahinter. Das sieht sie keiner. Hier dahinter sieht es doch keiner. Jetzt die Schmiede. Und den Vernichter baue ich jetzt einmal mitten hier in den Weg. Oder? Kann ich den irgendwo hier dranhängen? Das wäre noch geiler. Ich nur nach oben gucken muss. Ne, der muss schon auf dem Boden stehen. Der wird halt hier hinpassen. Der passt halt optisch jetzt hier gerade gar nicht so ins Konzept, ne? Hier würde der hinpassen. Der braucht freien Himmel. Vielleicht machen wir einfach die Wächtersteine weg, die schwebenden. Ach, ist das ärgerlich. Wo könnte man das Ding hinsetzen? Scheiß drauf, ich setze den jetzt einmal hier hin. Einmal in die Mitte, oder? Einmal dahin. Der macht Schaden. Oh, Drehstuhlpilot, herzlich willkommen. Schaden macht er. Kamikaze. AKL. Vielen Dank für deinen Follow. Der macht Schaden. Na, dann müssen wir ihn da hinstellen. Mitten auf der Wiese. Aber cool, haben wir das Ding auch mal gebaut. Obwohl, mitten auf der Wiese ist auch scheiße. Eigentlich müsste man den schön drapieren auf so einen Stein mit Stein. Machen wir später, okay? Machen wir später. Ich baue dann schönen Stein noch hin hier und so. Jetzt fuck mal erstmal kurz die Metallbahn weg. Zack, zack. Die Kohle wiegt auch übelst viel. Wartet, Freunde. Die bringen wir noch weg. Zack. Jetzt habe ich hier die ganze Zeit dieses Wolfsfell in der Hand. Das wird jetzt erstmal am Vernichter landen. So. Zack. Muss ich jetzt irgendwas drücken? Ach, hier. Und gibt's dann auch mal, was gibt's dann da drinnen? Nichts. Ich dachte, der macht am wenigsten Gold oder sowas. Schade. Aber den müssen wir schon schöner drapieren, ne? Das wäre schon geil. Okay, dann kann die ja Kuchenbude erstmal wieder weg. Räumen wir das jetzt wieder hier rein. Was war jetzt? Was war der nächste Schritt schon wieder? Moltebeeren. Aber erstmal schlafen. Moltebeeren und dann schlafen. Nee. Andersrum. Schlafen und dann Moltebeeren. Zubehör. Satisfactory. Also ich habe es persönlich gerade nicht nicht gezockt. Mal gucken, ob hier der ein oder andere dabei ist, Dopa. Okay. Moltebeeren. Ich muss überlegen, wo macht es Sinn, wenn... ah ja, genau, bei der Getreidemühle. Das war Reise, Eisen, Projekt. Ich glaube, es war Eisen. Flo, endlich Feierabend. Grüße dich. Ah ja, gleich das richtige Portal gefunden. Was ist denn mit dem Beutel los? Was ist denn mit dem Wetter los? Und da wachsen sie auch schon. Ich habe nur wieder vergessen, für was wir die brauchen. War die für die Metmischung von der Ausdauer gut? Ja. Achso, dann muss ich aber auch alle einsammeln.
Ne, jetzt habe ich ausgedrückt. Sammelt er die jetzt? Ja. Wer lacht denn hier so doof? Ey, cool, wir haben das zweite Ei. Da musste ich ja dann nur Samen reinpacken, ne? Und die musste ich auch nicht einzeln reinschmeißen. Das hat als Stack gereicht, ne? Das Simo-Update. Das ist auch so ein schleichendes Spiel, ne? Bin ich mir auch noch nicht so sicher, ob mich das vielleicht nervt. Dass das immer so lange dauert. Also es ist ja jetzt schon seit Jahren so, ne? Da kommt immer was dazu, aber eigentlich ist es immer das Gleiche. Wo sind all die Moltebären? Wer hat sie gegessen? Immer ohne Scheiß, Leute. Wo sind die Moltebären? Ah, hier sind sie. Ich habe übrigens mal wieder in Subsistence reingeguckt. Also jetzt mal wirklich so richtig. Ich bin tatsächlich erst heute Nacht um 2 ins Bett gekommen. Oh. Weil ich tatsächlich Subsistence gezockt habe. Und es ist nach wie vor immer noch derselbe Mist. Du farmst dich dumm und dämlich. Du bist nur damit beschäftigt, hin und her zu laufen und Kisten zu looten. Dass sie da immer noch nicht gemacht haben, also der Entwickler, das finde ich so bescheuert. Also so ein Spiel sinnlos in die Länge zu ziehen, das macht einfach keinen Spaß. Das ist voll doof. Also farmen, okay bei einem Survival-Spiel. Aber irgendwann ist auch mal gut. Komm mal her, ich sehe dich doch. Also das artet ja da so aus, dass du wirklich für ein einfaches kleines Häuschen bist du mehrere Stunden beschäftigt, um das zu bauen. Finde ich total doof. Gibt es da eigentlich noch irgendwo Loks? Oh, hier gibt es Plops. Nee. Die locken wir mal nicht an, wenn die in unsere Base gehen. Aber hier sind ganz viele Moldis, ne? Nee, wir riskieren jetzt nicht. Wenn die jetzt hier ankommen, krieg ich wieder aufs Maul und werd dann panisch und es passieren wieder Dinge, die nicht passieren sollen. Na komm. Gut, das riecht jetzt. Wie viel haben wir? 50? 52? Ja, das riecht erstmal. Wir wollen ja nur erstmal einmal so eine Metmischung machen. Die dauert ja dann auch wieder 3 Ingame-Tage. Wenn es noch so ist. Hey, habe ich da voll die Tür aufgelassen. Kann jeder rein. Okay. So, hier oben hatte ich das alles, ne? Nee. Doch, hier. Was war es noch? Metmischung. Längere Ausdauer. Jotunbläschen. Da. Hä? Wer schießt denn hier? So, warte mal. Ausdauerregeneration über Zeit. Plus 25. Wie viel hat die normale? Ist erhöht. Aber da steht jetzt kein Wert bei der. Ausdauer 160? Keine Ahnung. So, der Met läuft durch. Wunderbar. Haben wir jetzt hier noch irgendwas einstecken, was wir nicht brauchen? Moltis. Die können wir erstmal hier oben reinhauen. Zack, zack. Ah ja, und
ist denn hier? Wer piekst denn hier rum? Wer will denn hier aufs Maul? Wir müssen mal kurz gucken. Ach, vor nichts, Mensch. Wollen wir noch mal kurz zur Entspannung angeln, Freunde? Komm. Da ist ein Fisch gesprungen. Komm, wir gehen noch mal angeln. Man hat über mehrere Minuten mehr Ausdauer. Das ist doch genau das, was ich brauche, oder? Das ist doch genau das, was ich brauche. Hi 1040, grüß dich. So, komm. Mal noch schön zur Entspannung. Zum Folgenabschluss. Ein bisschen was. Oh, das ist wieder der Dicke. Der ist immer noch da, der Dicke, ne? Aber wo ist denn hier mal? Wir brauchen mal einen, den wir auch fangen können. Das ist doch Mist hier sonst. Mal kurz hier rüber huppen. Ich muss hier hinten übrigens. Letztens haben wir eine Trolle von dort angegriffen. Muss hier mal so eine Wand Werkbänke aufbauen. Also hier sehe ich jetzt gerade keinen Fisch. Fischi, Fischi. Hm. Hier ist der Fisch nicht. Wo ist der Fisch? Hier ist er nicht. Wir gehen mal kurz rüber an den Fluss. Da bin ich mir sicher, dass welche sind. Der ist ja cool. Da haben wir heute zwei Sachen geschafft. Wir haben ein Ei geholt. Wir haben Beutel beklaut. Wir haben den zweiten Dingsy aufgestellt. Das Ei macht sein Ding. Wir haben ein bisschen Angel geskillt. So, hier sind noch garantiert welche. Da. Ich hab dich gesehen. So, kurz Ausdauer regenerieren. Am Haken. Naja, der wehrt sich. Aber rollt er den jetzt rein? Wie kriege ich denn das nochmal hin? Ich weiß nicht mehr, wie man angelt. Hä? Ich bin zu blöd. Ich weiß nicht mehr, wie man angelt. Da kommt beiß an. So, jetzt ist er am Haken. So. Hä? Bin ich denn noch blöd? Ich weiß nicht mehr, wie man angelt. Ich muss kurz auf die Ausdauer warten. Ah ja, neuer Gegenstand, Hecht. Jetzt haben wir's. Unser erster Hecht. Geil. Komm, einen holen wir noch. Einen holen wir noch. Was macht der da? Träumt der? Jetzt geht er ran an den Köder. Irgendwie sind die verpackt. Der blubbert nur dort irgendwie. Dann schießen wir mal darüber. Jetzt geht er hin. Oder? Nee. Einer war gerade dran. Das sind drei Fische dort in der Nähe. Am Haken.
Naja, da machen wir jetzt immer mal so, in jedem Stream machen wir mal ein bisschen was. Obwohl ich vorhin noch gesagt habe, wir machen mal komplett nur ein Barsch. Ein Angelstream. Ja cool, guck mal, zwei Fische gefangen, wie haben wir es geskillt? Bereits auf 7. Fetzt. Gefällt mir. Ja, cool, Leute. Dann moderiere ich jetzt mal die YouTube-Folge ab. In der nächsten Folge schauen wir uns dann tatsächlich an, wie dieser neue Met funktioniert. Gehen in das neue Dungeon. Da werden wir den Met wahrscheinlich auch brauchen. Und machen noch diesen Totenkopf. Den machen wir gleich als erstes in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Reinschauen, liebe Leute. Wir sehen uns. Macht's gut. Ciao.